mit dem Herrn. Wir loben Gott und ich bitte ihn um seinen Segen und seinen Frieden und Freude, auch wenn wir uns mit seinem Wort, mit seiner Botschaft beschäftigen. Und ich möchte gerne versuchen, dass wir unseren Glauben, unseres Glaubens erneut sicher sind. Es hört sich manchmal vielleicht wie eine Bibelstunde an, was ich heute vortrage, aber dass wir auch glauben, dass Gott ein liebender, guter Vater für uns ist durch Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, Pandemie und kein Ende, Ängste, Alleinsein, Mundschutz, Impfdiskussionen, Unsicherheit und vieles andere. Doch die Liebe Christi ist auch immer noch da. Und seine Barmherzigkeit hat kein Ende. Seine Gerechtigkeit bleibt im Angebot, gilt allemal zu unseren Gunsten, wenn wir dabei bleiben wollen. Jesus ist als Erlöser und Fürsprecher an unserer Seite. Mit ihm kommen wir durch diese Zeit und ein Stück näher zum ewigen Leben, wo keine Krankheit, kein Krieg, kein Tod mehr sein werden. Zu seinen Jüngern sagte er damals schon: Fürchtet euch nicht. Dieser Satz zieht sich wie ein roter Faden durch Gottes Wort hindurch. 365 Mal, habe ich nachgelesen, steht das in der Bibel, also für jeden Tag im Jahr. Doch das zu befolgen, zu beachten, sich nicht zu fürchten, ist leichter gesagt als getan. Gar keine Ängste mehr haben, wäre naiv, sie zu verdrängen, wäre eventuell gefährlich. Ich hatte heute früh einen kleinen Autounfall, vielleicht hätte ich mehr Angst haben sollen, dann wäre es möglicherweise so nicht gelaufen. Okay. Paulus lässt Timotheus wissen und damit auch die künftigen Gläubigen: Angst kann man nicht wegzaubern, wohl aber verändern. Ich habe das immer wieder selbst erfahren und wünsche es auch euch. Mit Gott kann ich relativ ruhig, zufrieden und manchmal sogar fröhlich leben. Und in solch einer Situation mag es auch vielleicht gut sein, sich der alten Glaubenserkenntnisse zu erinnern oder, ich sage mal, sich richtig zu erinnern oder sie richtig zu verstehen und im Vertrauen zum Himmelvater seines Glaubens, seines Lebens und seiner Zukunft sicher zu sein. Hört dazu einen bekannten Satz aus Matthäus 6, Vers 33. Ich lese es mal aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Barmherzigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Ich denke, wir könnten jetzt auswendig die Luther-Übersetzung sagen: Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, wird euch solches alles zufallen. Der Begriff Gerechtigkeit steht auch sehr oft in der Heiligen Schrift. 322 Mal, die Zahlen können wir vergessen, und 212 davon im Alten, 89 im Neuen Testament und allein im Römerbrief steht das, verständlicherweise, weil sich Paulus damit beschäftigt hat, 33 Mal. Dabei geht es nicht um die Frage, wie man, wenn man miteinander Kaffee trinken will, ein Kuchenrecht gleichmäßig verteilt oder ein Erbe, wie ich in letzter Zeit manchmal wieder höre. Menschen in meinem Alter, die streiten sich oft um das Erbe, sondern Rechtfertigung von der Bibel her. Oder andersrum gesagt, Gerechtigkeit heißt in der Bibel Gerechtigkeit Gottes, die vor Gott gilt, wie er das sieht.
Und damit ist eigentlich gemeint Rechtfertigung. Das ist auch etwa das Thema, das ich heute betrachten will mit drei Punkten. Gottes Gerechtigkeit, Rechtfertigung durch Gott für uns. Vor Gott ist kein Mensch gerecht, das weiß man schon seit dem Paradies. Aber auch wer nicht, wie gerade Paulus, andere Menschen, andere Christen verfolgt, ist oder war aufgrund seines Abstands zu Gott Sünder vor Gott. Der spätere Apostel hat damals getan, was er infolge fanatischer Gesetze als seine Pflicht begriffen hatte. Vielleicht fällt es uns leichter, sein Verhalten zu verstehen, wenn wir mal überlegen, welche Gesetze unsere Eltern, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, gilt für die Älteren unter uns. Ich kenne nämlich auch junge Leute, die ganz große Schwierigkeiten mit Eltern haben, wo die Eltern kein Verständnis haben. Und nachher ein Beispiel. Und ja, wo sie sehr stark auf äußere Dinge geachtet haben. Oft ging man von der Überlegung aus, was man so macht. Oder was werden denn die Leute sagen? Auch gerade unter Christen. Und jetzt ein Beispiel dazu. Im Internet lernte ich einen 30-Jährigen kennen, keinen Adventisten, der den christlichen Glauben nur von Fragen der Ordnung her kennengelernt hatte. Und weil es in seiner Familie und unter Freunden keine Lebensfreude mehr gab, hatte er sich mit seinem Vater verkracht und den Glauben verloren, den er allerdings wesentlich später erneut suchte. In solchen Fällen wundern sich die Leute oft über uns Bibelchristen und bekommen eine ganz falsche Meinung von Gott. Das möchte ich gerne unterstreichen. Doch wird in Gottes Wort Trennung von Gott auch als Sünde bezeichnet. Und nun versucht man sich zu rechtfertigen oder es durch eigene Leistung wieder gut zu machen. Im Heidentum durch Opfer und Rituale, unter Christen durch sogenannte Werkgerechtigkeit. Martin Luther ist damals fast verzweifelt, als er zum Beispiel Psalm 31, Vers 2 las, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Hört sich ja positiv an, je nach Vorstellung, die man hat. Aber für ihn hieß das, wenn Gott gerecht ist, dann fordert er mich vor sein strenges Gericht. Dann bin ich ja schon gleich auf ewig verloren. Doch dann bekam der Mensch, der Mönch Martinus, ein Aha-Erlebnis, dass Gottes Wort etwas ganz anderes meinte, nämlich, ich sage es noch einmal, die Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ein Geschenk, wodurch er uns gerecht macht, rechtfertigt, ein in Jesus Christus gegebenes Geschenk. Nur, ich fragte mich dann, geht das so einfach? Vergeben, vergessen, erledigt? Bin ich schnell kein Sünder mehr? Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, bin ich nicht doch noch heimlich ein Sünder vor Gott? Hat Gott andererseits den Sündern nicht auch den Tod angedroht? Ich habe gelesen in einem Heft Gläubiger Christen, da steht, wie denkt Gott über mich? Diese simple Frage hat weitreichende Konsequenzen für unsere Glaubenspraxis. Wer sich Gottes Gunst nicht gewiss ist, verliert die Hoffnung auf seine Zuwendung und damit auch die Zuversicht im Gebet, die Freude über die Lösung und vor allem die Gewissheit, ein geliebtes und wertgeschätztes Kind Gottes zu sein. Umso wichtiger ist die Frage, nimmt Gott mich wirklich an?
Oder wie nimmt er mich an? Oder was muss ich eventuell dazu beitragen? Das, die Antwort darauf ist Evangelium. Nämlich ja, er nimmt mich an und zwar durch Christus. Ich komme nachher nochmal drauf zurück. Die Rechtfertigung aus Gnade ist die beste Antwort auf eine Welt, die in Moral, Scham, Schamlosigkeit, Unbarmherzigkeit und gegenseitige Verachtung versinkt. Nur wenn wir die Rechtfertigung aus Gnade verlieren würden, dann wären wir verloren. Sonst nicht. Paulus hat uns das näher erklärt. Und ich erinnere vielleicht an die Geschichte seiner Bekehrung, wie er zu Gott gefunden hat, wie er der Verfolger von Gläubigen selber ein solcher gläubiger Nachfolger Jesu wurde. Paulus erklärt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, denn er, Jesus Christus, hat den, nein, Gott Vater hat den, hat Jesus Christus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm vor Gott bestehen können. Und in 1. Korinther 1, Vers 30 steht Christus, der uns zur Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung gemacht hat. Das sind die drei Teile meiner Predigt, auch Rechtfertigung oder Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Das Entscheidende bei Gottes Gerechtigkeit ist ein Tausch. Und das möchte ich euch bitten, vielleicht zu merken, wenn ihr alles andere von der Predigt wieder vergesst. Gott rechnet unsere Sünden Christus an. Und den Gehorsam Christi dagegen rechnet Gott uns an. Nochmal, Gott rechnet unsere Sünden Jesus Christus an. Und der hat sie bereits gebüßt, gesühnt auf Golgatha. Und den Gehorsam Christi rechnet er uns an, also ob wir so gehorsam immer gewesen wären. Ich muss schnell ein bisschen blättern hier, weil ich zu viele Zettel dazu gesteckt habe. Ich denke, das ist doch eine wunderbare Erkenntnis, das ist Evangelium, das ist die frohe Botschaft von Gott. Nur ist meine Frage an länger im Glauben stehende Adventgläubige gerade, sind wir uns darin so sicher oder sind wir uns darin noch so sicher, dass Gott wirklich alles Christus angerechnet hat und dass wir dadurch keine Sünder mehr sind, dass wir erlöste Sünder sind? Trotz unserer Unvollkommenheit, aber durch die Liebestat Jesu am Kreuz gerettet, mit der Aussicht auf ein Leben in Zeit und Ewigkeit mit ihm, das ist doch menschlich kaum zu begreifen. Aber es ist, ihr Lieben, Gottes Lösung. Sonst drückt sich der Glaube nicht in eigener Leistung aus. Oder anders gesagt, der Glaube drückt sich nicht in eigener Leistung aus, um die Gottheit gnädig zu stimmen, sondern im Vertrauen als Antwort des Menschen auf Gottes Ruf. Nur seine Gerechtigkeit oder Erlösung schenkt Gott auch wiederum nicht automatisch. Und jetzt müssen wir Acht geben, dass wir da nicht in eine falsche Richtung denken. Hier sagen wir zu Recht, Gott schaut das Herz an. So genügt etwa bei der Taufe, wenn jemand sich hat taufen lassen, nicht, wie die Theologen sagen, das vollzogene Werk, oder Luther hat es, glaube ich, aufgebracht, nicht, dass man durch die Form als solche nun vor Gott gerecht ist, sondern dass das Herz sich ändert, dass die Einstellung zu Gott sich tatsächlich ändert und dass man das voll und ganz akzeptiert, was Jesus für dich, für mich getan hat. Und ich darf Gott dann bitten, mir einfach meine Schuld zu vergeben, mein Leben ihm übergeben, Kind Gottes werden. Dann wird der Allmächtige nichts lieber tun,
als mich anzunehmen. Und dann gehöre ich sozusagen zur Familie Gottes. Das war schon beim alten Abraham so. Er glaubte, er vertraute dem Herrn, obwohl er damals, so in meinem Alter etwa, immer noch darunter litt, keine Nachkommen zu haben. Hat sie erst später bekommen. Und dieses Vertrauen, dass er doch hoffte, glaubte, in Zukunft dachte Gott wird schon, dieses Vertrauen rechnete ihm Gott zur Gerechtigkeit. Ein Leuchtfeuer für uns, dieser Abraham, durch diesen Glauben. Und Luther hat zu seiner Zeit in Angst vor Gottes Gericht, Hölle und Fegfeuer auf die Frage, wie werde ich vor Gott gerecht oder wie bin ich vor Gott gerecht, die Antwort gefunden: So halten wir nun fest, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde oder erlöst werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Natürlich halten wir die Gebote Gottes, aber werden dadurch nicht erlöst. Wir werden nicht durch gute Werke und nicht durch ein richtiges Leben, falls es ein richtiges ist, erlöst werden, sondern durch Christus. Und dann folgt das andere gleich noch ein bisschen mehr dazu. Es waren also keinesfalls die Kasteiungen, die den Reformator hier als Mönch auf den rechten Weg brachte, oder es waren nicht die bekannten Ablassbriefe, die zur Rechtfertigung vor Gott führten. Aber durch diesen Tausch, Jesus an unserer Stelle, wir an seiner Stelle, können auch wir gewisse Ängste vor dem jüngsten Gericht getrost vergessen. Luther hat bekanntlich seine Erkenntnis an den sogenannten vier Soli festgemacht. Die Lateiner verstehen das besser als ich. Sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia. Das meint, gerechtfertigt vor Gott oder erlöst sind wir oder werden wir nur allein durch Christus, durch den Glauben, durch die Heilige Schrift, durch die Gnade. Und dadurch werden wir gerecht vor Gott. Johann Sebastian Bach hat ja, von dem wir nachher noch ein Liedchen hören, hat ja ziemlich genau 200 Jahre nach Martin Luther gelebt. Und er hat mit Soli auch seine Musikwerke bekanntlich überschrieben. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Was Gott für dich und mich getan hat, das hat auch Ehre verdient. Und ich denke, dass wir in die Richtung auch noch stärker nachdenken dürfen, wie kann ich Gott ehren, wie kann ich ihn verkündigen, wie kann ich andere dafür begeistern, dass sie auf ihn schauen und dergleichen mehr. Die Gerechtigkeit Gottes oder adventistisch formuliert, Christus, unsere Gerechtigkeit, kann der Mensch annehmen, das ist der zweite Punkt meiner Predigt, durch Bekehrung. Es gibt eine ganze Reihe anderer Begriffe auch, aber der Begriff Bekehrung ist, glaube ich, bekannt. Wem es als religionsmündigem Menschen ernst ist, bei Gott gerechtfertigt zu sein, der nimmt seine Einladung an oder hat sie angenommen und sie wird zur Kehrtwende seines Lebens, wie bei Paulus auch. Bekehrung, Reue, Umkehr, Neuanfang, Lebensübergabe, meint natürlich Abkehr von einem rein weltlichen, sündengeöffneten Leben. Es heißt nicht, nobody is perfect. Es heißt nicht, dass man alles immer dann richtig macht oder machen muss, sondern es heißt einfach, man wendet sich prinzipiell ab, das Herz ist bei Gott und nicht mehr bei diesen sogenannten weltlichen Dingen. Und auf die Sinnesänderung folgt normalerweise dann die Übergabe bei Gott, bei denen, die noch nicht getauft sind durch die Taufe, bei anderen ist es dadurch schon geschehen. Die Taufe wäre dann das Symbol, dass ich mich Gott ganz übergeben habe. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, heißt es auch im Neuen Testament, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Bekehrung bedeutet auch, sich vorbehaltlos für Jesu Worte zu öffnen
und sein Leben daran auszurichten, sich auch gerne in seinen Dienst zu stellen. Bekehrung, manche sagen auch Wiedergeburt, der ganze Vorgang, bist neu geboren durch Christus, ist etwas sehr Wichtiges, auch etwas sehr Schönes. Das wissen wir. Und was sich daraus entwickelt, was sich daraus ergibt, ist dann drittens die sogenannte Heiligung. Das hat nichts mit Heiligenschein und so zu tun. Das ist vielleicht von einer anderen Kirche missverstanden worden. Aber ich spreche hier von Gotteskindern, die das auch bleiben wollen. Und dann geht es um die weitere Entwicklung, um die weitere Lebensführung, um die weitere Orientierung. Solchen schreibt Paulus, jagt nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Wie geschieht Heiligung? Darf ich euch mal fragen, ob das dieser Begriff euch geläufig ist und was würde das sagen, wie, was ist Heiligung, biblische Heiligung? Ist die Frage zu plötzlich oder denkt mal drüber nach? Okay, sonst versuche ich es zu beantworten. Ich verstehe unter Heiligung eine dauerhafte persönliche Beziehung zu Gott. Meine Lebensgestaltung mit Christus durch den Heiligen Geist, der beeinflusst mich. Biblisch formuliert nicht mehr fleischlich, die Bibel benutzt diese Begriffe eben, sondern geistlich zu sein und zu leben. Das geschieht in der Gemeinschaft mit Gott, im Gebet und seinem Wort, in der persönlichen Andacht, beim Nachdenken, vermutlich auch in der Gemeinde, wenn man zusammen ist, und in den 28 adventistischen Glaubenspunkten, da habe ich dazu Folgendes nachgelesen. Während wir unseren Mitmenschen in Liebe dienen und die Erlösung durch Christus bezeugen, verwandelt mich Gott. Die Gemeinde ist die Familie Gottes. Ihre Mitglieder leben auf der Grundlage des neuen Bundes, also Neubund heißt Jesus, Erlöser und was da alles gefolgt ist. Vielleicht können wir es in etwa mit dem Neuen Testament als gleichsetzen. Und sie ist eine Gemeinschaft des Glaubens, der Leib Christi, dessen Haupt er ist. Und Eva von Thiele Winkler, da haben wir vielleicht schon mal ein Gedicht gelesen von der alten Dame, die schon lange nicht mehr lebt, schrieb in einem ihrer Büchlein, Geisteswirkend im täglichen Leben, Doppelpunkt, der Heilige Geist gibt uns Licht über uns selbst. Zunächst muss also die Erleuchtung da sein, die zu einer inneren Gerichtsvollstreckung führt, also dass man selber sich klar wird. Und dann eilen wir mit dieser Sünde hin zum Kreuz, zum Mittler, zu Jesus, der für uns ein Wort der Vergebung hat, der für uns die Strafe trug, der uns Frieden gibt. Gotteskindschaft erwähnen Sie noch. Und ich denke, Heiligung hat damit zu tun, wenn ich bekehrt bin, gehöre ich zu Gott. Und ich bin erlöst. Das kann dir und mir keiner mehr nehmen. Aber aus dieser Erlösung, Rechtfertigung, Heiligung heraus bin ich bereit, mich immer noch ein bisschen mehr vervollkommnen zu lassen durch den Heiligen Geist, dann bin ich bereit, noch mehr zu wachsen im Leben und auch so zu leben und zu handeln, wie Gott das möchte. Wenn ich dann am Ende noch nicht vollkommen bin, noch nicht alles geschafft habe, bin ich deswegen nicht verloren, sondern da gilt dieser Tausch, der schon lange vorher stattgefunden hat zwischen Christus und mir. Und ich bin durch ihn sowieso gerettet
Aber ich sage mal so, mit ein bisschen Fantasie, vielleicht trägt diese Heiligung, dieses Leben, dieses Wachsen ein Stück dazu bei, so zu werden, wie Gott mich fürs ewige Leben haben möchte. Anders gesagt, wenn ich durch Gottes Bekehrung und Taufe Gottes wiedergeborenes Kind geworden bin, bleibe ich es, falls ich dieses nicht auf nicht mehr Wiederkehr irgendwann widerrufen sollte. Mein Himmelvater schickt mich nie mehr weg. Auch wenn ich ab und zu mal rückfällig bin, dann darf ich wie in einer guten Familie, einer normalen Familie, auch zum Vater sagen, bitte verzeih mir, tut mir leid und die Sache ist alsbald erledigt, weil Gott nichts wichtiger ist, als uns zu vergeben. Schon das Alte Testament nennt uns wiederum Beispiele, was Heiligung bewirken kann. Mose muss bekanntlich ein jähzorniger Mensch gewesen sein in jungen Jahren. Da erschlägt er mal schnell einen Ägypter, weil der gegen seinen Landsmann aufgetreten ist. Und Jahre später wird er als demütig bezeichnet. Das hat er gelernt, das war der Weg der Heiligung bei ihm. Bei Petrus, der dreimal Jesus verleugnet hat, wächst ein felsenhafter Glaube. Hiob lernt Geduld und Treue zu Gott in schlimmsten Lebenssituationen. Jakobus rät, man solle Prüfungen im Leben mit Freude akzeptieren. Und ein heutiger Christ erklärte dazu, dass es manchmal ein harter Kampf zu führen ist. Es ist wie im normalen Leben, aber wenn ich zum Beispiel die Abi-Prüfung bestand, dann habe ich alle Studien, dann kann ich alle Studienfächer belegen, die ich studieren will und später einen guten Beruf ergreifen. Ohne diese Reifeprüfung wäre das nicht möglich. Wenn ich die Führerscheinprüfung bestand, darf ich Auto fahren. Wer das versteht, stellt sich den Prüfungen und erlebt als Jesus-Nachfolger auch aufkommende Freude über die Ergebnisse, über den Erfolg. Heiligung ist sozusagen Vorbereitung auf das künftige Leben in Gottes Gegenwart. Und ich habe bei mir den Eindruck, ganz persönlich, und habe bei mir festgestellt, dass in verschiedener Hinsicht Gott will, dass ich da noch wachse. Ich bin zum Beispiel von Haus aus ein ungeduldiger Mensch. Keine Ahnung, ob das heute auch dazu beitragen sollte, dass ich Dinge gelassener nehme. Aber auch sonst habe ich manche Dinge erlebt, wo Gott mir hilft, geduldiger zu werden. Und so gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Und ich überlege aber auch andere Dinge. Was lasse ich zurück? Welche Ideen, was habe ich getan für die Menschen oder für meine Umgebung in dieser Zeit, in der ich gelebt habe? Wenn ich mal nicht mehr lebe, dann ist es wichtig, dass ich hier im Sinne der Heiligung einiges gelernt habe und vielleicht auch, ich denke hier auch in missionarische Richtung, vielleicht auch den Menschen die frohe Botschaft öfter da und dort weitergegeben habe. Ich denke, das gehört auch irgendwie dazu. Andere Beispiele lasse ich zur Zeit wegen weg. Ich habe in den letzten Tagen den Eindruck gehabt, dass in verschiedenen Kalenderandachten der Adventgemeinde verschiedene Leute auch diese Gedanken Rechtfertigung, Heiligung und so weiter sehr stark untersucht und abgewogen haben. Und ich weiß nicht, wer diesen Kalender hier besitzt. Sonst würde ich sagen, ich schaue mal nach, am Dienstag, 20. Juli. Ich freue mich über den Herrn und jubele laut über meinen Gott. Jahrelang habe ich in Bezug auf mein Glaubensleben
ähnlich empfunden wie jemand, der das nicht getan hat. Erlöst wurde ich, erlöst wusste ich mich, zumindest verstandesmäßig, aber würdig in Gottes Nähe zu kommen, Fragezeichen, das nicht. Bis ich anfing, mich intensiver mit dem Erlösungsgeschehen zu befassen, mit dem, was die Theologen Rechtfertigung durch den Glauben nennen. Wir brauchen diesen Blickwechsel, schreibt Eli Dietz, der frühere Verlagsleiter. Ich habe auch eine gute Ausarbeitung von Friedhelm Klingeberg gefunden, die ihr selber nachlesen könnt, wenn ihr wollt, nur wenn ihr wollt, am 5. August und am 3. August. Warum müssen wir von Gott gerechtfertigt werden? Da schreibt Matthias Müller, der die Stimme der Hoffnung oder Haum, wie heißt es heute? Ja, wisst ihr, wie das heißt, ja? Unsere Rundfunksendung und all die Dinge in Darmstadt bis vor kurzem geleitet hat, der erklärt das ganz prima. Und ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, auch anderen Menschen das so weiterzugeben. Das ist die Rechtfertigung aus dem Glauben und Bekehrung, Hinwendung zu Gott, neue Wiedergeburt und Heiligung, wo man doch sehr stark sich daran orientiert, wie Gott meint, dass wir leben sollen. Das ist keine angstmachende Botschaft. Manche verstehen es so. Und manche verstehen Gott als hart und als gesetzlich, und das ist nicht so. Es ist ein frohes Evangelium, das unser Herr uns hier vermitteln will. Wir dürfen die Auswirkungen als befreiend erleben, heilsam, tröstend, voller Hoffnung, Frieden und auch identitätsstiftend. Weil wir als Gotteskinder bedingungslos und barmherzig von ihm angenommen sind, können wir auch andere Menschen liebevoll und barmherzig annehmen. Geborgenheit beim himmlischen Vater bewahrt uns vor Leistungsdruck und andererseits davor, in einer Welt voller Egoismus, Egozentrik, falscher Moral, Unbarmherzigkeit, gegenseitiger Verachtung, uns nur um die eigene Achse zu drehen. Davor werden wir bewahrt. Und wenn es diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, muss man nochmal drüber nachdenken, weil es nicht übereinstimmt mit der menschlichen Gerechtigkeit, das ist etwas anderes. Wenn es diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht gäbe, würden wir es nicht schaffen und wären für die Zukunft, für die Ewigkeit echt verloren. Nun aber ist Christus für uns gestorben und auferstanden. So dürfen wir, die ihm folgen, die zufriedensten Menschen und öfter auch ein bisschen mehr fröhlich sein. Amen. Unser Vater im Himmel, noch einmal kommen wir zu dir. Es ist schön, dass wir dich verschiedentlich anbeten können, deinen Ruhm, deine Ehre zu unterstreichen und weiterzugeben. Und es ist gar nicht selbstverständlich, dass wir immer so mit dir in Verbindung sind und dass wir auch mit dir gemeinsam gut leben können. Wenn wir jetzt wieder den Gottesdienst verlassen, dann gibt es Gottesdienst in vielfältiger Weise, persönlich, wo wir einander begegnen, anderen begegnen, trotz Corona manchmal. Und es gibt auch die Chance, dass wir deine frohe Botschaft weitergeben an die Menschen. Und da, wo wir manchmal Zweifel hatten, Zweifel über dich, was du mit uns vorhast, mit unserem Leben und so weiter, da bitte ich dich von Herzen, dass wir erneut Vertrauen gewinnen, dass wir immer mehr dich und dein Handeln und dein Denken verstehen und dass wir auch gemeinsam so weit kommen, das Ziel zu erreichen. Nimm uns die nicht notwendigen Ängste, nimm uns die Ängste vor Krankheiten, nimm uns aber auch die Ängste vor der Frage, ob du uns angenommen hast, denn du hast uns angenommen durch Jesus Christus. Ich möchte dich dafür loben
und sagen, Herr, ich bin so froh, dass es dich gibt, dass du da bist und bitte dich, dass du jedem Einzelnen nahe bist und unseren Lieben mit deinem Segen und dass wir eine frohe Zukunft haben werden mit dir. Im Namen Jesu. Amen.